Lisa ist aus dem Urlaub zurück. Ja. Hallo. Es geht weiter mit Karosserie bzw. dem letzten gläsernen Teil am Auto. Wir nehmen einmal den Scheibenrahmen mit Glas raus und nehmen dann das Glas in aller Ruhe weg. Also aus dem Rahmen raus. Da haben wir noch nicht so richtig einen Peil, wie man das macht. Und wenn wir das gemacht haben, dann geht es weiter mit der Sitzgruppe hier, dass das noch rauskommt. Und da sind so. Genau, das sind diese Blöcke, die kennt man ja von vorne. Und die sind hinten gekontert mit der Platte und den drei Schrauben. Heißt, wir müssen einfach nur die drei Schrauben aufmachen und dann kann man im Prinzip den ganzen oberen Rahmen. Genau. Ist die Theorie, ob das funktioniert. Heikle Sache. Guck mal, nicht mal das hat jemand rausgenommen. Jetzt ein Neulackieren. Ach was? Hä, aber das Auto war mal komplett weiß dann oder was? Keine Ahnung. So, die Frontscheibe ist, wie ihr gesehen habt, raus. Ja, war eigentlich jetzt nicht so wild. Hier ein bisschen die Hinges lösen. Diese Scheibenrahmenhalter heißen die, glaube ich. Hier. Ja, dann die Scheibe rausgenommen. Das war. Ich dachte, das wird eine Tortur und uns springt irgendwie das Glas. Aber im Endeffekt, ich habe mich einmal erkundigt, wie das geht. Und dann mit so kleinem Plastik. Keilen ging das eigentlich einwandfrei und viel schneller als gedacht. Und jetzt geht's weiter mit der Fußraumgruppe. Unter, also der Sitzboden sozusagen. Dafür muss ich erst noch die Batterie drüben rausräumen. Dann habe ich mich mal informiert wegen Spritzwandausbau. Ich dachte, man könnte es einfach irgendwie Lenkrad abbauen, aber da ist irgendwie noch das Zündschloss im Weg. Da kümmere ich mich wann anders drum. Eigentlich wollte ich die erst gar nicht rausnehmen, die Spritzwand, aber es ist halt irgendwie viel schöner, wenn man es ausbauen kann. Dann geht es genauso wie die anderen Teile zum Lackierer. Statt da jetzt irgendwie den Lackierer hierher kommen zu lassen, hier am Rand die A-Säule und vorne den Teil von den Bulkheads. Den sieht man natürlich. Deswegen muss das irgendwie zum Lackierer und sonst müsste der herkommen. Und stattdessen versuche ich mal die Spritzwand rauszubauen. Da müssen erst die Kabel vorne alle in den Motorraum. Da muss man das Lenkrad lösen, das Zündschloss lösen, aber das ist nicht so einfach, weil das sind so Scherschrauben? Ich weiß nicht. Die reißen auf jeden Fall beim Zudrehen ab und die sind schon abgerissen. Da ist auf jeden Fall kein Schraubenkopf mehr dran. Da ist halt wirklich nur noch, muss man aufbohren einfach. Bisschen nervig, aber ich meine, ich habe ja schon ganz andere Schrauben aufgebohrt und zwar, was für eine Überleitung, habe ich jedes Scharnier befreit. Zwei konnte ich abschrauben, die restlichen musste ich so aufbohren. Das hat einen Spaß gemacht. Musste man aufbohren, habe ich rausgefriemelt. Ich glaube, zwei Schrauben sind mir in die Säule reingefallen, aber die Spritzwand kommt ja dann eh raus oder wird abgebaut und dann kriege ich auch, glaube ich, die Schrauben wieder raus. Hoffentlich. Ich habe ja schon ganz andere Sachen irgendwo gefunden.
So, ich habe alle Schrauben entfernt. Es waren alles so Kreuzschlitzschrauben hier drin. In der Plastikabdeckung vom Getriebe. Ich habe die Knaufe entfernt und den Gummiüberzug entfernt. Die Schrauben sind lose und eigentlich müsste die Getriebeglocke jetzt abgehen. Ja, geht sie. Saudreckig das Teil. Oh, gibt's das in neu? Das gewinnt heute den Räudigkeitspreis. So, das ist das Getriebe. Ja, ne? Jetzt schaue ich mal weiter. Jetzt kommen die Bodenbleche raus, rechts und links. Und ich glaube, wenn die raus sind, dann kann ich den Kasten rausnehmen. Ich habe jetzt das erste Bodenblech, glaube ich, raus. Weil nämlich Land Rover auf die Idee kam, vor 20 Jahren Kreuzschlitzschrauben zu verwenden. Oder Schlitzschrauben, die natürlich alle überhaupt nicht mehr gegriffen haben. Keine. Musste ich jetzt 6, 7, 8 Schrauben aufflexen. Das ging jetzt ganz gut eigentlich. Wenn ich was kann, dann ist es das. Und jetzt sehen wir nämlich auch das ganze Ausmaß von dem Ding hier, weil ich glaube, jetzt können wir hier den kompletten Boden lösen. Der ist schon lose. Jo. Der Boden ist echt gut im Schuss. Dafür der Fußraum nicht, aber da haben wir ja schon Abhilfe geschaffen. Das ist ja neu. Und das hat sich jetzt auch richtig gelohnt, dass wir das gekauft haben, sieht man. Was ich gesehen habe, ist, dass das Auto hier einen Schaden hat. Da sieht man jetzt hier mittig im Bild, sieht man, dass da irgendwie mal was umgebogen ist. Aber das werden wir wieder zurückbiegen, das Blech. Und da oben ist auch noch was verbogen da, ne? Richtig ungeliebt, da fragt man sich nur, warum das nie einer gemacht hat. So, ich habe noch das andere Bodenblech rausgenommen auf der linken Seite. Das ging ein bisschen besser. Dann habe ich noch zwei Schrauben rausgenommen, wo der Sitzkasten mit dem Rahmen verschraubt ist. Ja, jetzt versuche ich es mal rauszuheben. Lose ist er. Da sieht man es. Lose ist er. Oh, der ist schwerer als gedacht. Kein Alu. Ach so, genau, um die Handbremse abzumachen, da musste man natürlich den Handbremsstamm entfernen. Das war aber ganz einfach. Den Splint habt ihr gesehen, aber muss hier ein bisschen lösen und dann nach hinten rausziehen. Und dieser Gummipropfen, der geht durch das Bodenblech sozusagen durch. War kein Problem. Okay, Feierabend.